Schönen guten Tag hier aus Köthen, aus der Villa Kreuz. Das Thema von heute weiterhin Macht, Geld, Sinn, der Geldkongress 2012. Mein Gast heute, Professor Dirk Löhr. Wenn man sich mit dir beschäftigt, steht da, du sagst, es gibt gar keine Marktwirtschaft. Hast du recht? Wissen das alle? Was meinst du damit? Ich denke, wir leben nicht in einer Marktwirtschaft. Wir leben in einer Machtwirtschaft, einer vollkommen vermachteten Wirtschaft, in der wenige Leute, wenige Konzerne tatsächlich den Ton angeben und auch die Politik in diesem Lande bestimmen. Es gibt ja immer diese hohlen Phrasen, wo man hört, Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Geht das in diese Richtung? Das ist vollkommen richtig. Das ist nicht nur eine hohle Phrase. Ich würde fast sagen, das ist eine Volksweisheit. Also es gibt einen Amerikaner, Tullock, der hat das schöne Wort des Rent-Seeking, also Suche nach Renten, geprägt. Eine kleine Gruppe von gut organisierten Interessen, mächtigen Interessen, tut sich zusammen mit der Politik, feiert eine Party, zieht Nutzen, zieht Renten, leistungslose Einkommen, Gewinne, Monopolgewinne, und die Kosten der Party werden auf schlecht organisierte Gruppen abgewälzt. Und die am schlechtesten organisierte Gruppe ist die Allgemeinheit, die Gesellschaft an sich. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ein Hobby-Verschwörungstheoretiker würde sagen, man zieht sich Kutten an und trifft sich in New York irgendwo auf dem Wolkenkratzer, macht Kerzenspielchen und eine Verschwörung und verschwört sich da. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, das ist viel profaner. Also es gibt Leute, die die Telefonnummer von der Frau Merkel kennen. Es findet aber auf allen Ebenen statt. Es findet unter anderem statt auf kommunaler Ebene, wenn beispielsweise der Bauer die Gemeinderatsmitglieder kennt. Es findet statt auf Landesebene, wenn da beispielsweise irgendwelche Projekte zwischen politischen und wirtschaftlichen Freunden durchgesetzt werden und so weiter. Also es wird teilweise sogar institutionalisiert. Auf Bundesebene gibt es zum Beispiel das Personalaustauschgesetz, wo wir Leibeamte haben. Also konkret, was sind Leibeamte? Leibeamte sind Leute, die von der Industrie bezahlt werden, aber an Gesetzen mitschreiben, die ihren Schreibtisch in Berlin haben. Und teilweise an den Gesetzen herumschreiben und herumfeilen, die ihre eigenen Arbeitgeber da kontrollieren. Das ist, also du sprichst von Lobbyinteressen in dem Fall? Von Lobbyinteressen, man braucht gar keine Verschwörung. Okay, das ist, also man hört ja von Wolfgang Clement, von Müller und anderen, die ja jetzt irgendwie in Firmen, Unternehmen untergekommen sind nach ihrer politischen Karriere. Wie siehst du da die Zusammenhänge? Ja, genau so. Also es gibt da zum Beispiel unseren ehemaligen Kanzler Schröder, der mittlerweile in Gasmann geworden ist. Es gibt seinen Vizekanzler, der für ein Konkurrenzunternehmen arbeitet, ebenfalls auf dem Gassektor. Der Energiebereich, der ist da ganz symptomatisch. Es gibt da den ehemaligen Wirtschaftsminister Müller, seinen Staatssekretär Tacke, die beide dann, nachdem sie ausgeschieden sind und zuvor das Gesetz gebeugt hatten, nämlich eine gesetzeswidrige Fusion über den Berg gebracht hatten, dann Vorstandspositionen bekommen haben in der Energieindustrie und so weiter und so fort. Es sind Revolving Doors. Man geht rein von der Politik in die Wirtschaft, von der Wirtschaft in die Politik. Ist zum Normalfall eigentlich geworden. Das hört sich allerdings nicht so gut an für die Allgemeinheit, wie du es gerade gesagt hast. Gibt es da Lösungsansätze, wie man das entflechten kann, wie man diese Vermachtungen, vielleicht Entmachtungen draus machen kann? Es gibt politische Lösungsansätze. Wir müssen unsere Verfassung dahingehend umbauen, dass wir, ich möchte es nennen, eine Bannmeile rund um die Regierung ziehen. Das heißt, dass Lobbyismus kriminalisiert. Bannmeile, also keine Demos mehr? Genau das nicht. Demos können weiter stattfinden, aber Lobbyisten müssten kriminalisiert werden mit ihren Aktivitäten. Es müsste kriminalisiert werden, sogenannte weiße Korruption, dass irgendwelche Volksvertreter auch noch Beiratspositionen haben. Bei das sind die bekannten Beraterverträge. Ja, auch Beraterverträge, Geld bekommen für was, ist nicht transparent. Und insoweit nicht nur dem Souverän, der sie gewählt hat, verpflichtet sind, sondern ganz anderen Interessen, über die da überhaupt keine Transparenz besteht. Das darf nicht sein. Und man muss natürlich auch schauen, dass man die ökonomische Basis entmachtet. Die ökonomische Basis
sind schlicht und ergreifend irgendwelche Positionen, wo es keinen Wettbewerb geben kann. Zum Beispiel in der Energieindustrie gibt es nur ganz beschränkten Wettbewerb, zum Beispiel im Netzsektor. Bei der Life Science Industrie, Chemieindustrie ist sehr stark patentbasiert. Auch da gibt es keinen Wettbewerb. Das sind alles monopolisierte Sektoren. Das ist ein toller Vorgeschmack für einen ziemlich tollen Vortrag, wie ich finde, und bald auch zu erleben, auch auf dem Geldkongress. Der ist im März, soweit ich informiert bin, bist du am Donnerstag, den 15. mit dabei. Worauf freust du dich und worauf können sich die Besucher des Kongresses freuen? Ich freue mich auf die Diskussion. Ich freue mich auf wache Besucher, die ein entsprechendes Bewusstsein haben und dass man endlich zusammen etwas in die richtige Richtung nach vorne bringt. Und ich finde eure Aktivitäten da auch ganz toll gemacht. Dankeschön. Ich danke dir. Ich wünsche eine schöne Zeit bis zum Kongress, ebenfalls bis zum Kongress. Ich freue mich natürlich auch auf euch und grüße hiermit meine 3844 Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal: Macht Geld Sinn? Der Geldkongress 2012. Bis zum nächsten Mal.